Hallo, ich grüße euch heute bei mir bei den Tagen des offenen Ateliers und ich freue mich schon sehr, dass ihr da mit dabei sein könnt heute mit mir und ich zeige euch ein bisschen was heute da erwartet wird. Die Leute von der Ferne begrüße ich, die Leute, die was vielleicht gern vorbeischauen möchten, begrüße ich. Genau, auf jeden Fall freue ich mich sehr, dass du da seid. Ich bin da jetzt direkt vor unserem Bahnhof, wir haben so einen alten Stammlos-Bahnhof. Man sieht das ein bisschen, das sind die alten Türen, die alten Gemäuer. Steinbloß heißt, weil die Steine bloßgelegt sind und nicht alles verputzt ist. Genau. Ja, und jetzt werde ich mit euch eine Runde drehen. Durch die Galerie und durch den Platz. So, da sieht man schon den Weg nach oben über die Galerie herein. Also das ist ein ganz alter Bahnhof, den wir dann, das Atelier dann ausgebaut haben. Und den Stadel sozusagen, da sieht man auch schon die alte Stadelstruktur, wenn man darauf kommt. Genau, und meinen großen Traum mir erfüllt, da meine eigene Galerie und mein eigenes Atelier zu machen, war wunderbar. So, ihr seht, da sind schon die ersten Bilder. Von der Ausstellung. Ja, ich freue mich voll, wenn viele vorbeikommen. Ich freue mich aber total, wenn es einfach virtuell dabei sein könnt, das total schön auch ist für mich. Genau. Ja, und dieses Jahr habe ich ja sozusagen hautnah und digital gemacht. Also sozusagen so eine Hybridveranstaltung. Genau, da haben wir einfach gedacht, ja, schau mal, es war letztes Jahr irgendwie, habe ich nur virtuell gemacht, das war irgendwie so spannend und das wollte ich irgendwie heuer nicht auslassen. Und ich dachte, auch wenn man nicht herkommen kann, ist ja total nett, wenn man ein bisschen trotzdem dabei sein kann. Genau. Es wird natürlich heuer nicht so viel sein virtuell, weil natürlich, wenn dann die Leute kommen, nicht so viel Zeit habe. Aber immer wieder wird was reingeben werden. Und dass ihr mit uns verbunden seid da auf dem Platz. Genau, so das ist jetzt die Galerie gewesen. Und jetzt gehen wir da ins Atelier rein. Genau, da habe ich auch schon alles vorbereitet, gemütlich zusammenzukommen. Den Ofen schon eingeheizt, also es ist schon voll gut warm. Kuchen, Kaffee, alles steht schon bereit für euch, wenn ihr kommen wollt. Genau, und dann schauen wir da noch auf die Terrasse raus. Dieser wunderbare Blick, den habe ich jeden Tag, wenn ich in der Früh ins Atelier arbeiten gehe. Und es ist für mich wirklich einer der schönsten Sachen, da draußen zu sein, da zu leben, zu arbeiten. In dieser Naturverbindung meine Bilder entstehen zu lassen. Das ist für mich wirklich wunderschön. So, jetzt sage ich mich noch mehr. Genau. Ja, und dann habe ich ja diese virtuelle Galerie auch und da möchte ich jetzt auch einen kleinen Einblick geben lassen bei mir. Da schauen wir noch gemeinsam rein. Die virtuelle Galerie, genau. Also da ist nur ein Bild, das ist Bonding, das ist ein Kunstdruck. Das ist, ja, das ist eigentlich auch wunderschön geworden, muss ich sagen. Da bin ich voll dankbar, dass ich da jetzt so einen klassen Menschen gefunden habe, der was so klasse Kunstdrucke macht. Also es ist für mich wirklich fast nicht zu übersehen. Genau. Dann habe ich da noch ein paar Bilder auch ausgestellt herinnen. Die sind aus der letzten Serie Drop the Mask. Und da noch aus der Serie Woman Walk. Ja, genau. Und da ist diese virtuelle Galerie entstanden.
gemeinsam mit meinem Sohn und dessen Freund, die was wirklich voll viel geholfen haben, muss ich sagen. Es war eine gescheite Challenge. Wir haben es immer noch nicht ganz online, aber ich hoffe, es dauert nur mehr Minuten. Genau, und da kann man eben dann durch die Galerie durchgehen. Dann zeige ich das einmal kurz. Ah, ist eh klar. Geht gerade nicht. Muss man nochmal umklicken. Ja, ich bin auf jeden Fall heute da. Von 10 bis 17 Uhr. Genau, und so schaut es dann aus und dann kann man da drinnen herumgehen und ja, schauen, was da alles so entsteht. Aber da kriegt ihr nachher nur den Link und ein Video habe ich auch gemacht, gell? Ja, dann verabschiede ich mich jetzt wieder von euch. Ich freue mich voll, dass ihr dabei wart. Ich freue mich voll, wenn ihr mich besucht oder kurze Nachricht hinterlasst. Wünsche euch einen wunderschönen Tag. Danke. Tschüss.